Ja, Freunde der Automatenfans, sehen wir wieder ein Video wieder von einem Royal Banker, einen Penny Pusher, den unser Affe gerade wieder am Reparieren ist, weil er wieder kaputt war. Wollen wir nicht lange reden, hier sieht man ganz einfach, der Warenbezugsautomat war kaputt, der andere Warenbezugsautomat kaputt, den hat er wieder repariert, den haben wir da dran gemacht, neue Spulen reingemacht, ganz zurückgezogen, alle Verdrahtungen abgemacht, alles komplett, kann man bis auf den Boden gucken. Und hoffen wir, dass er bald wieder funktioniert. Und wenn er funktionieren sollte, dann werden wir bestimmt darüber irgendwo noch ein Video machen. Ja, die komplette Wand ist ab. Mit dem Einwurfsystem für die Tokenmarken. Alles komplett zurückgezogen. Hier neue Leuchtmittel drin. Neue Kappen, original von der Kirmes. Ja. Und wenn es dann wieder soweit ist, wenn die Kiste dann wieder laufen sollte, obwohl noch viel Arbeit drin steckt, werden wir nochmal ein Video machen. Noch was zum Nachtrag. Hier haben wir gerade mal so eine komplette Warenbezugsautomat, Technik und Spule hier in der Hand. Hier sind die ganzen Anschlüsse. Einmal hier sitzt die Spule, einmal hier sitzt der Rauswerfer. Und hier sitzt auch direkt die kompletten Anschlüsse drauf mit Befestigung. Den werden wir jetzt hier noch einbauen, komplett anschließen und dann hoffen wir, dass die Kiste funktioniert. Das nur mal so zum Nachtrag, damit man mal ungefähr sieht, wie so ein Warenbezugsautomat aussieht und so eine Spule, ja. Aber heute sehr schlecht und kaum noch zu bekommen. Das nur noch mal zum Nachtrag.